Hallo und grüß Gott zu Treffpunkt Freizeit. Unser erster Beitrag heute handelt von der Welt der Spiele. Denn in Ravensburg hat dieses Jahr ein Museum eröffnet, das sich um nichts anderes dreht. Sie können es sich denken, es geht ums Museum Ravensburger. Ein Ausflugsort für die ganze Familie. Das blaue Dreieck von Ravensburger. Markenzeichen der beliebten Gesellschaftsspiele, an das wir uns vermutlich alle noch gut erinnern. Dieses Logo ist im Museum Ravensburger natürlich allgegenwärtig. Und so gibt es die bunte Welt der Spiele von gestern und heute zu erleben. Kinder, Familien und Erwachsene können dabei jede Menge bestaunen und Spannendes erfahren. Das Besondere an dem Museum Ravensburger ist, dass es ein Museum wirklich auch zum Entdecken ist. Das heißt, Sie finden hier überall Kurbeln oder auch Knöpfe, wo Sie mal draufdrucken können. Oder wie auch hier eine Schublade, die Sie aufziehen können. Das finden Sie überall im Museum. Hier sehen Sie dann zum Beispiel das Spiel Emil und die Detektive von 1969 und können dazu was lesen und sich das genau nochmal anschauen. Und so ist es überall im Museum. Das heißt, Sie müssen selber aktiv werden und sich was anschauen. Selbst aktiv werden, das ist natürlich gerade für die kleinen Museumsbesucher kein Problem. Spielen, toben, ausprobieren, hier ist alles möglich. Und wer hat schon so ein großes, verrücktes Labyrinth zu Hause? Neben Erlebnisspaß und den guten alten Brettspielen geht es im Museum Ravensburger aber natürlich um viel mehr. Also es gibt nicht nur die Spiele von Ravensburger, sondern wir haben ja natürlich auch den Ravensburger Buchverlag, dem wir auch hier ein komplettes Stockwerk gewidmet haben. Und im Erdgeschoss vom Unternehmen gibt es eben auch ganz viel zur Geschichte des Unternehmens zu erfahren, aber hier auch wieder nicht langweilig verpackt, sondern in kurzen Filmbeiträgen auch, sodass es sehr kurzweilig auch ist. Und auch die Produktion von Ravensburger, von den Spielen und auch von den Büchern erfährt man hier. Zum Beispiel kann man auf einer Lotti-Karotti-Schachtel, macht man so eine Fahrt durch die Produktion mit. Also hier gibt es ganz viel zu entdecken. Es sind nicht nur die Spiele, die natürlich hier auch sehr präsent sind, aber es geht um das gesamte Unternehmen Ravensburger. Wie entsteht ein Buch? Dieser Frage können Klein und Groß hier ebenfalls auf den Grund gehen. Wer Lust hat, kann sich auch durch eine Führung einen tieferen Einblick verschaffen. Alles in allem bietet die interaktive Ausstellung eine Entdeckungsreise auf 3 Stockwerken und rund 1000 Quadratmetern Fläche. Die liebevolle Gestaltung des Museums und die fast nostalgischen Gefühle stellen sich am Ende doch noch ein paar Fragen. Versammeln Spiele eigentlich auch heute noch Familien und muss sich Ravensburger deshalb Sorgen machen? Aussterben wird es auf gar keinen Fall. Allerdings sind wir sehr gut an die heutige Zeit angepasst. Also wenn Sie zum Beispiel das Memory nehmen, was ja das erfolgreichste Spiel von Ravensburger ist, das gibt es schon seit über 50 Jahren und das ist ein ganz einfacher Spielmechanismus, der auch ganz toll bei den Kindern ankommt, einfach deswegen, weil die natürlich meistens gewinnen bei dem Spiel. Und das Spiel gibt es mittlerweile auch schon als App fürs iPhone. Also Sie sehen, wir sind sehr gut für die Zukunft gerüstet. Mit neuen Technologien geht's für Ravensburger also in Richtung Zukunft. Und trotzdem haben Klassiker nicht nur im Museum nach wie vor Berechtigung. Und egal ob als Kinder von gestern oder heute, die Welt rund um das blaue Dreieck fasziniert wohl zu jeder Zeit. Informationen über die Öffnungszeiten oder die Eintrittspreise im Museum Ravensburger erhalten Sie unter der Telefonnummer 07542 400 110 oder im Internet unter www.museum-ravensburger.de. Und weiter geht es nun mit unseren Treffpunkt-Infos.
Das musikalische Weihnachtsspiel von Enrico de Paruta gastiert auch dieses Jahr wieder im Allgäu. In 4 Kirchen der Region soll die Aufführung gezeigt werden, und zwar in Bad Grönenbach, Marktoberdorf, Lindenberg und Oberstdorf. In seiner Interpretation der Weihnachtslegende von Ludwig Thoma ist Paruta der Erzähler der Geschichte. Zur musikalischen Unterstützung hat Paruta eine hochkarätige Besetzung an seiner Seite. So singt zum Beispiel ein ehemaliger Regensburger Domspatz. Nähere Informationen zur Besetzung oder dem Tourneeprogramm finden Sie im Internet unter heilige-nacht.com. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Die European Outdoor Film Tour kommt auch mit ihrer Jubiläumsausgabe wieder ins Allgäu. Bereits zum 10. Mal tourt das Filmfest quer durch Europa. Mit einem Programm von knapp 120 Minuten werden dabei die besten Sport- und Abenteuerfilme des Jahres gezeigt. Es ist das größte Filmevent dieser Art in Europa. Insgesamt sind die Filme bei rund 100 Veranstaltungen in 6 verschiedenen Ländern zu sehen. Beeindruckende Landschaften, faszinierende Athleten und überraschende Einblicke. Das aktuelle Programm ist vielseitig. Die Vorführungstermine im Allgäu sind am 10. Oktober in Füssen, am 11. Oktober in Marktoberdorf, am 13. Oktober in Memmingen sowie am 5. November in Kempten. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.eoft.eu. Das Wochenende beginnt mit vielen Wolken. Während es im Unterallgäu noch regnet, bleibt es im restlichen Allgäu trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad. Am Sonntag verzieht sich der Regen, auch im Unterallgäu. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Warme 19 bis 23 Grad laden zu Ausflügen ins Freie ein. Zum Wochenbeginn ziehen dann aber wieder Regenwolken auf. Im gesamten Sendegebiet kommt es zu Schauern. Mit 19 Grad bleibt es aber warm. Bereits am Dienstag ist es wieder freundlicher, der Regen hört auf und teilweise ist sogar die Sonne zu sehen. Mit rund 18 Grad wird es ein schöner Herbsttag. Mittwochs ziehen wieder mehr Wolken auf. Im Oberallgäu fällt Regen. Auch die Temperaturen gehen zurück. Es werden nur noch höchstens 17 Grad erreicht. Die kalte Jahreszeit steht bevor. Da werden die Tage für Outdoor-Ausflüge natürlich immer rarer. Deshalb stellen wir Ihnen heute einen weiteren Schlechtwetter-Tipp vor. Es geht um Sea Life in München. Kleine und große, bunte oder farblose, harmlose oder gefährliche Tiere. Im Sea Life München gibt es jede Menge Unterwasserlebewesen zu sehen. Dabei taucht der Besucher ein in eine andere Welt. Eine Welt der Seen, Flüsse und Ozeane. Auf 22.000 Quadratmeter Fläche und über 30 Becken erfahren klein und groß alles rund um das Leben im Wasser. Aufgebaut ist die Freizeitattraktion dabei mit einem bestimmten System. Also jedes Sea Life ist eigentlich so aufgebaut, dass man vom Ursprung bis zum nächstgrößeren Ozean dem Wasserlauf folgt. Das heißt, wir starten hier an der Isar, dann geht es in die Donau, übers Donaudelta, ins Schwarze Meer, dann ins Mittelmeer und ganz zum Schluss, dann kommt man noch in den Indopazifik. Das heißt, man sieht sowohl einheimische Süßwasserfische als auch eben wunderschöne Meerwasserfische. Knapp 10.000 Tiere aus über 150 Arten sind es insgesamt. Von der Muschel über farbenprächtige Seesterne, anmutige Seepferdchen, Rochen bis hin zu Haien. Das absolute Highlight? Ein 400.000 Liter fassendes und 6 Meter tiefes Ozeanbecken, durch das ein Tunnel führt. Seit Januar 2008 befinden sich hier die versunkene Stadt und Bayerns einzige Meeresschildkröte. Wichtig ist der Einrichtung auch etwas Interaktion für die Besucher. Bei speziellen Streichelbecken können klein und groß auf Tuchfühlung gehen. Und die Betreuer stehen Rede und Antwort. So ein bisschen an den Fingern, gell? Das ist der kleine Saugnapffuß, mit dem saugen die sich am Stein fest und sitzen da ihr ganzes Leben lang immer fest auf dem Stein drauf. Somit verbinden sich hier Bildung und Unterhaltung ideal. Artgerechte Haltung und Tierschutz sind für Sea Life dabei natürlich oberstes Gebot. Thank you.
Auch das Thema Nachzucht wird im Sea Life großgeschrieben. So wie diese Babyhaie zum Beispiel schlüpfen hier auch immer wieder die schwierig zu züchtenden Seepferdchen und vieles mehr. Alles in allem steckt das Sea Life voller Geheimnisse und Überraschungen. Neben dem Hauptbereich gibt es im Sea Life München auch immer wieder eine Sonderausstellung zu sehen. Aktuell trägt sie den Titel Quallen, Geister der Meere. Man sieht hier einfach mal, wie wunderschön diese Geschöpfe eigentlich sind, wie filigran und zart. Und man sieht auch, dass es nicht nur ganz tödliche, ganz giftige Quallen gibt, sondern auch wirklich sehr schöne, die uns auch nichts tun. Die Quallenausstellung ist noch bis Ende des Jahres zu sehen. Und darüber hinaus gibt es im Sea Life natürlich dauerhaft die wunderbare Unterwasserwelt zu erleben. Damit sind wir auch wieder am Ende von Treffpunkt Freizeit für heute. An dieser Stelle darf ich mich nun nach 2 Jahren Treffpunkt Freizeit von Ihnen verabschieden. Ab nächster Woche begrüßt Sie an dieser Stelle dann meine Kollegin Julia Thalkofer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, wünsche alles Gute, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.